eigentlich. Also, grüezi miteinander. Willkommen zum Daily Vlog. Das hier, das ist ein Renz SRW 360. I've been thinking about what you have done to me. So. Gadget time! Hier, das ist ein Renz SRW 360. Die hat eben 42 Stanzenstempel, oder? Die kommt jetzt zum Fotograf geholt. Und das hier ist eine Daumenloch-Stanze. Der will Kalender machen bis fast A2 Größe. Ich wollte die selber machen in kleinen. Because it was no accident, you planned it. Auch das richtige Gräferin, oder? Und das hier, das ist die Renz RW 360. Die geht heute auch vor. Aber die hat nicht einzeln ausschaltbare Messer, das heisst, die ist nicht so flexibel, oder? Also das ist wunderbar zum Drahtbinden und das hier ist wunderbar, wenn du etwas mehr machen willst. Hier hinten da habe ich eine bekommen zum Flicken, das ist jetzt schon ein älteres Gerät, oder? Die hat hier hinten noch die einzeln ausschaltbaren Messer und so. Nicht mehr verkaufen, oder? Also das ist jetzt ein reiner Ladenartikel, den ich jetzt im Ausverkauf muss geben muss. Der Rechner, den sie eben hat wollen, den gibt es nicht mehr, oder? Also Ibico ist auch ganz langsam am Aussterben, oder? Also ja, das sind noch die letzten Produkte von Ibico eigentlich, aber wenn es natürlich nicht passt, dann geht es auch nicht. Der Kunde nachgeht, ist verzweifelt versucht, hier den Tax, also die Mehrwertsteuer, einzugeben. Und sie hat mir die Beschreibung vorgelesen und ich habe gesagt, das ist Bullshit. Ich habe ihr genau gesagt, was sie drucken muss. Und dann hat das tiptop geklappt gehabt und die hat sich also wirklich wahnsinnig bedankt. Aber eben, auch sie hat den Rechner nicht bei mir gekauft. Die hat im Internet auf Google gesucht, wie kann man das machen, oder? Dann hat sie meinen Film von damals gesehen und hat mir das gerade gesagt, sie schaue jetzt gerade meinen Film, sie amüsiere sich köstlich und so, aber das gibt eben eine gute Reputation. Oder? Das war es auch schon, danke fürs Zuschauen, bis bald, danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell? Und morgen geht es weiter beim Roger Wittmann, Peugeot 3008. Ja. Ja.